Sommergemeinde mit meiner Freundin gewesen, weil ich ja hier zu Konferenz 1 komme mit Gabi Wendland. Und es war so gesegnet, wir haben geweint, es war so genial. Und der Mann, der hier geredet hat, da dachte ich zuerst, oh, der ist sicher so stockkonservativ, aber er war es nicht. War es nicht. Halleluja. Und es war so krass, er hat auch geweint während der Predigt, so musste ich auch weinen. Wir ließen dann für uns beten und ich bin dann auf eine Frau zugegangen, habe für sie gebetet, habe ihr gesagt, dass sie sich nicht vergleichen soll, dass sie einen Ring kaufen soll, weil Jesus ihr Bräutigam ist. Hohelied 1,15, du bist wunderschön, meine Freundin, meine Taube. Und dass sie so geliebt ist, dass sie wunderschön ist und so weiter. Und all diese Dinge bekam sie schon von Gott. Und sie kam dann auf mich wieder zu, als ich weg war und sagte, weißt du, Gott hat mir gesagt, dass du heute für mich beten wirst, als ich dich sah. Danach kam noch eine andere Frau auf mich zu. Ich habe sie gesegnet, ich sah das Thema Kind. Dann habe ich für sie gebetet und sah, dass sie mit ihrem Freund auf einem Berg steht und Wälder sieht. Und sie sagte mir danach, ja, ich fahre in die Schweiz mit meinem Freund, mit dem ich erst einen Monat zusammen bin. Also wir haben hier so viel Geniales erlebt. Ich bin so dankbar. Ich wollte einfach mal hier hinkommen, um das alles abchecken. Und meine Freundin hat gesagt, ja, sie hat den Eindruck, wir sollen hier hinkommen. Amen und Amen. Ich grüße euch aus Heidelberg. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sei sensibilisiert für das, was Gott in deinem Leben möchte. Und wenn es heißt Zahn, Klo, was auch immer. Sei sensibilisiert. Gott ist ein Gott, der redet. Amen.